So, jetzt hat er sich irgendwo hin teleportiert, die Sau. Na, du schimpfst aber. Ja, die teleportieren sich, du. Ich höre ihn doch. So, wie sieht es denn hier jetzt aus? Jetzt komm her! Und? Könnte ich wenn auch nicht mehr aufheben, ich bin so voll. Na komm, die kaputte Schere lassen wir mal hier. Die brauchen wir nicht. Hier oben kann auch was drauf sein, muss aber nicht. Ne, in unserem Fall nicht. Und dann fahren wir jetzt mal darüber. Obwohl, wir können noch ein bisschen Stein mitnehmen. Können wir gebrauchen. Sehen nämlich auch cool aus, die Steine. Und ich kann nichts mehr mitnehmen. Traurig. Du bist doch auch eine... Du bist doch auch eine Kiste. Und wenn man ins Dunkle fallen würde, wäre man futsch? Oder wird man in die normale Welt teleportiert? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass du tot bist und einfach nicht mehr an deine Sachen kommst. Das ist das, was ich... glaube. Warte mal. Dann tun wir nochmal wieder hier unten hin. Oh. So. Da sind schon Platz. Da hat er sich hin teleportiert. Da haben wir doch ein Schulkerteil. Ha! Eine Schulkerschale. Na komm, hier können wir nochmal normal machen. Ja, Jürgen, ich komme schon zu dir. Brauchst da keine Angst zu haben. Die ja. Machen da voll die geilen Geräusche. Urri. Urri. Die sind so geil. Die kann man eigentlich gar nicht für ernst nehmen, ey. Boah, wie mies. Ja, also ich kann mir das nur so vorstellen, weil du bist ja im Nichts quasi. Also im End. Und, also ich glaube, wenn du hier wirklich runterfällst, dann... Aua. Scheiße. Fällst du aus der Welt, wa? Ja. Das wollte ich so nicht... Jetzt müssen wir ganz schnell, oh Gott, dahin finden. So ungefähr, ja. Nur, dass meine Sachen vielleicht... Ach nein, jetzt kann er nicht nachladen, oder was? Das kann jetzt nicht wahr sein, Spiel. Ich werde auch andauernd so teleportiert, so mäßig. Bist du safe, Gerda? Ja. Der hat bei mir die Landschaft nicht mehr geladen. Oh. Mhm. Das hier jetzt alles noch. Ich bin wieder drin. Ich kann ja die 5 Zahlen geben. Jetzt lädt er nämlich wieder. Der hat bei mir die Landschaft nicht mehr geladen.
Gut, und zwar? 5-0. Ja. 7-3-6. Okay. Oh, das sieht ja schon richtig toll aus. Gluck, gluck. Das sieht ja schon richtig geil aus. Ja, das ist manchmal noch ein bisschen buggy, wenn man aus der Welt wiederkommt. Dass die Welt nicht mehr richtig geladen wird. Hatte ich in einem Testlauf auch mal gehabt. Das ist auch sowas. Ich habe ja einen Teil auf der 1.13, ne? Ja. Schon am Laufen. Und da muss ich manchmal auch zweimal in die Welt rein, weil da sonst Löcher drin sind, ne? Okay. Da sind einfach mittendrin 3-4 Chunks, die sind nicht geladen. Mhm. Wenn du da zufällig reingerätst, dann fällst du auch aus der Welt. Das ist ja blöd. Ja, die ist nicht ganz cool. Ist eben nicht mehr Notch. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Ja, merkst du auch. Das merkst du voll und ganz. Wenn man dann denkt, ja, wie damals immer geupdatet wurde, noch zu Notch-Zeiten und jetzt zu Microsoft-Zeiten. Das sind ja Welten, ne? Das sind Welten. Wenn ich Minecraft nicht so gerne spielen würde, würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht mehr anrühren. Aufgrund dessen, weil so blöde Patches kommen und... Ja, aber... Wenn ich das Spiel nicht so gerne spielen würde, ne? Ja, es macht einfach so viel Spaß. Ja. Gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Izosch. Ja. N-I-Doppel-Z. Hat's mir mal gesagt, bin ich auch reingegangen. Ja. War ich schon drin. Ist ganz lustig. Au ja. Die ersten Sachen, die Notch... Das erste Minecart der Welt. Ja. Und so eine Sachen. Ja, schon cool. Ja, auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass der jetzt alle Just for Fun mal gemacht hat, ne? Mhm. Aus lieber Lust an der Sache und... Ja. Er hatte sich immer so geärgert bei anderen Spielen, dass es da so wenig gab, was man bauen konnte. Und er wollte eins haben, wo er mehr bauen konnte. Ja. Ich meine, dass ihm das vielleicht auch zu viel wurde, kann ich auch verstehen. Ja, das war ja nachher eine Nummer zu groß für einen einzelnen Menschen. Ja. Ja, das merkt man auf jeden Fall und ich bin kein richtiger MC-Spieler. Ja, das ist schade, weil ich liebe dieses Spiel, weil das bietet so viele Möglichkeiten und es gibt so viele Mods, die das schaffen. Warum schafft das Microsoft nicht? Ja. Das frage ich mich halt, ne? Warum schafft das Microsoft nicht? So, wir hatten das hier abgebaut und sind dann, glaube ich, so rüber. Scheiße, hoffentlich kriege ich meine Sachen wieder. Das ist echt, ist schade. Ich hätte so gerne wirklich mal Regale oder Tische, weißt du, und nicht Lamas und Eisbären. Ich meine, das war total cool, als ich die jetzt mal gesehen hatte. Ne? Ich hatte ja zum ersten Mal in Minecraft Eisbären gesehen. Aber ja, aber die guckst du an und was machst du dann damit? Nüscht. Richtig. Du gehst an denen vorbei und
Tschüss. Ne? Das ist so schade. Und deswegen reizt mich dieses Dingens in the Woods oder wie Life heißt. Life in the Woods halt so sehr, ne? Weil du halt da so viele Möglichkeiten hast, die du im Original Minecraft nicht hast. Scheiße. Das ist echt blöd. So, von hier aus waren wir gestartet. So, dann bin ich hergegangen, habe das hier abgebaut und sind dann, glaube ich, hier so quer rüber. Kann das Yogi? Dann sind wir hier noch drüber geflogen. Menno. Jetzt habe ich auch gefackelt. Komm, gib zu, ein bisschen macht's ja schon Spaß. Ja. Da hatte ich mich hier noch so umgeguckt. Ja, genau, da hast du erzählt, dass das ewig dauert, weil man eine Brücke bauen muss. Also ohne Gemod halt. Ja, genau. Also muss das doch hier jetzt gleich irgendwann aufplöppen. Gut, dass ich die Spitzhacke zu Hause gelassen habe. Und der Soundbug war auch da, ja, das stimmt. Das stimmt. An dem sind wir, glaube ich, auch vorbei. Scheiße. Da ist das Schiff. Oh, da ist das Schiff. Hoffe ich, glaube ich, will ich wissen. Komm. Könnte vielleicht hinkommen. Dann sind wir hier. Da liegen unsere Sachen. Ich habe meine Sachen wieder. Ja. Glückwunsch. Danke. Ah ne, das war meins. Das ist meins. Und jetzt noch eben die Hose. Nee. Hä? Wo ist denn meine Hose hin? Da ist Fete. Wo ist meine Unterhose? Meine Schuhe. Meine Schuhe sind weg. Da liegt hier noch irgendwo was. Nee. Ja, dich nehme ich mir gleich vor, Jung. Warte mal. Hä, wo sind meine Stiefelchen hin?
Bin aber nicht blind, wa? Du Lacker, du. Ja, aber ich vermisse trotzdem meine Schuhe. Ach, da. Ha. Dann habe ich alles wieder. Hurray. Hier kommt meine Schaufel hin. Meine Axt kommt dahin. So, diesmal mache ich aber nicht den Fehler. Passiert mir nur einmal. Das eigentlich auch. Oh, teleportiert euch doch nicht immer. Da. Cool. Ich höre dich doch. Ist wieder reingeflogen. Hey, diesmal habe ich gesehen, wo du dich importiert hast. Mein Freund. Kollege Schnürschuh. Nein, da habe ich gesehen, das war eine Schulker. Wenn wir hier den Turm haben, also komplett haben, dann gehen wir wieder nach Hause. Aber 9 Schulker helfen haben wir schon mal. Und was heißt das? Das sind jetzt schon mal 4 von diesen Schulkertruhen. Also man braucht immer 2 Teile. Jetzt haben wir 10, das sind schon mal 5. Und ich will uns ein paar mitnehmen, damit ich dir auch ein paar geben kann.
Danke, Yogi. So, jetzt noch mal gucken. Räusper. Ja, das ist auf alle Fälle so besser. Ja, Jungs, ich bin doch gleich bei euch. Ach so. Nee, die. Diamanten! Na, sowas. Die lagen da einfach so rum? Ja, die sind in Truhen. Die sind in Truhen. So. Da. Und wieder runtergefallen. Nein. Also nicht ich, sondern die. Danke. Da ist doch nur einer. Das sind schon mal 8 Trüchen. Da ist er hin. So, 10 Truhen sollten jetzt erstmal reichen. Mal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Dich lasse ich mal am Leben. Da drüben waren wir schon. Ja. Waren wir schon hier? Okay. Stopp. Ja.
Jo, ich komme jetzt nach Hause. Ich nehme mir noch ein bisschen Stein mit. So. Jetzt müssen wir noch so ein Portälchen finden. Ich glaube, auf dem Weg nach Hause war irgendwo einer. Auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Na, wir können ja jederzeit jetzt hier hin. Durch diesen Portal. Wenn wir noch was brauchen und was haben wollen, dann nehmen wir uns das mit. Sind wir denn hier noch auf Kurs? Ach, fünf. Ah ne, das ist nur ein Loch. Da will ich jetzt nicht durch. Ach ne. Ist aber nur ein kleines. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir hier mal rein, ne? Hier sonst nix. Aber wir suchen ja ein Portal. Hast du aber mitbekommen, was er geschrieben hat, oder? Ja, ich habe nur gelesen, irgendwas, dass er angeblich 45 Euro gespendet hat oder so. Das hatte ich gelesen, aber sonst nicht. Weiß ich aber noch irgendwas geschrieben hatte. Ich will nach Hause. Ja, da komm doch. Ich muss ein Portal finden. Gucken, ob hier auf der Plattform einer ist. Ne. Da ist das nächste Schiff. Willst du mich für? Oder sind wir jetzt im Kreis geflogen? Ne.